gesagt, du hast nichts. Deine Freundin ist ja draußen, wenn wir die Rennen dann rum, willst du auch rausgehen? Oh, dann würde ich aber eine Jacke anziehen. Ja, die soll eine dicke Jacke anziehen. Schön heute in Ruhe Frühstück. Luxuriös. Gib dann gleich zwei. Mal einen Anflieger geben und den Staubsauger bitte. Ja. Bitte schön. Kannst du mir den anderen Aufsatz dann geben? Mhm. Den Puschel am besten. Bitte, hau ab. In Ruhe. Ja. Hm? Was fehlt dir? Guten Morgen aus Bulgarien. Ihr Herzlein. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir haben irgendwie so, also ich zumindest, wie so Katerstimmung. Wir hatten ja jetzt zwei Reisetage. Falls er hier drauf. Mhm. Er kommt zu dir, weil du hast Müsli. Ich komme auch zu dir mit meinem Müsli. Also wir hatten jetzt zwei Reisetage von Ungarn bis hier nach Sofia. Wir sind ja nicht direkt in Sofia. Doch, wir sind in Sofia. Ne, mir wird Germanen angezeigt, wenn ich in Wetter-App gucke. Wir sind aber an der Stadtgrenze geografisch gesehen. Ja. Innerhalb noch. Ja, egal. Dann bleibt mal da stehen, ja? Naja, und wir haben jetzt eine andere Zeit wieder. Wir haben jetzt unsere Sommerzeit wieder, was ja sehr schön ist. Wir haben heute schön lang im Bett gelegen. Bis 7 Uhr. Nee, wir haben bis halb 8 oder so im Bett gelegen. Ja, halb 7 war ich schon wach. Aber es war schön, einfach mal konnte liegen bleiben. Wir haben ja gestern schon entschieden, dass wir heute hier stehen bleiben. Weil unser Auto ja eine Fehlermeldung hat. Vergaser muss gereinigt werden oder so. Der hat sich nicht selber wieder freigeblasen gestern. Und dann ging unser 12-Volt-Strom gestern wieder nicht im Wohnwagen. Aber da hat der Bernd zum Glück ganz schnell den Fehler gefunden. Der hat sich einfach während der Fahrt von dieser Autobatterie, die wir hier drin haben, einen Stecker gelöst. 12-Volt-Strom ist halt, wenn wir frei stehen, also ohne Campingplatz, einfach irgendwo in der Wildnis, dass wir zum Beispiel Toilettenspülung, kleine Lampen und sowas alles benutzen können, die Heizung starten können und sowas. Ja, deswegen ist es sehr wichtig, weil wir in diesem Türkei-Aufenthalt doch das ein oder andere Mal öfter freistehen möchten, haben wir entschieden. So sieht das hier aus. Wir haben uns ja hier in Sofia einen neuen Stellplatz rausgesucht. Camperstop Vrana Park hier. Das ist ein riesiger Stellplatz. Wir zahlen hier 18 Euro inklusive Strom. Man hat Duschen, Waschmaschine kostet 3 Euro. Das ist nicht schön, aber es ist sicher. In Bulgarien wollten wir niemals freistehen. Und ja, ich habe hier auch noch nicht viel gesehen. Wir sind im Dunkeln gestern angekommen. Hatten ja gestern 800 Kilometer Tour. Und ich führe euch nachher mal hier ein bisschen rum mit mir zusammen. Es gibt schon gute Nachrichten. Also erstens bin ich alleine und habe Me-Time und Zupfe habe ich mir gemacht, meine Augenbrauen. Und Bernd hat schon angerufen, die waren schon in der Werkstatt und das Problem ist behoben. Es war eine Fehlermeldung im Display. Wir dachten jetzt der Vergaser und so. Die haben das irgendwie ausgelesen, gelöscht, neu gestartet und so und alles ist wieder super. Also wir hätten so auch weiterfahren können. Wir hatten ja keinen Leistungseinbruch oder so, aber es ist halt immer nervig, wenn man so eine Fehlermeldung hat, ne? Ja, ich mache mich jetzt weiter fertig. Wie gesagt, kümmere mich ein bisschen um mein Äußeres und dann gehe ich gleich noch schön duschen. Da hinten ist das Duschhäuschen. Ich sage euch, das sieht nicht so einladend aus, ne? Da, es soll sehr eng sein. Man muss aufpassen, dass die Sachen nicht nass werden. Aber heißes Wasser, das ist schon mal die halbe Miete. Ach so, ich werde immer gefragt, womit ich mir die Augenbrauen färbe. Ich nehme Sayos und Dunkelblond. Schon jetzt seit 2 Jahren oder so. Gibt es bei Amazon oder bei DM auch. Oh, ist die Sonne geil. Richtig schön entspannt, Etty. Chill dich hin. Komm her, Smurfy. Komm her. Hm. Kuschel dich schön hin. Hm.
Oh, es ist schön, Smurfy. Richtig angenehm warm, die Sonne. Hm. Ich darf mich jetzt erstmal in die Sonne setzen. Ich kann nämlich gar nicht duschen. Ich habe keinen Schlüssel hier. Die anderen haben beide Schlüssel mitgenommen. Und wenn ich den Wohnwagen nicht abschließen kann, dann bleibe ich natürlich hier. Ich werde jetzt mich hier ein bisschen draußen auf die Stufe setzen. Und die Stühle hat der Bernd nämlich auch dabei. So, wir können jetzt Murphy auch raus, wenn er will. Wir schauen mal. Oh, ist angenehm. In der Sonne sind 30 Grad und hier drin sind 23,5 jetzt. Na. Ja, können wir uns einen schönen Salat heute machen, ne? Papa hat Brote. Ach, das ist auch schon für morgen. Wir haben mal Weltmeisterbrot für morgen für die Fahrt für uns geholt. Fahren wir morgen weiter? Ja. Mhm. Ist ja alles fertig. Ja. Egal, wir bleiben eine Woche hier. Nee. Na, Burgers fahren. Hier ist er. Nee, danke. Ja, schön. Was gab's noch? Ja, die Pilze. 2,50 Euro. Ja, klar kannst du die durch. Die Heißluftfritteuse und Toast immer, weil das andere fast alle war. Heute essen wir jetzt Kartoffeln mit Salat, glaube ich. Für die Fahrt morgen die andere hatten. Die hatten schon noch die ganz kleinen, aber die waren so für 15 Cent und jemand selber gekostet. Das war jetzt Kaufland, ne? Ja, und die Brötchen für die Kinder und für mich. Schön. Genial. Vor heute Abend habe ich gedacht, Zwitscher wurden schön ein. Ein alkoholfreies Zwitscher. Wir haben die auch Radler mitgenommen. Dann haben wir gesagt, können wir zusammen machen. Und was haben wir bezahlt fürs Einkaufen? 30 Euro. Oh, so günstig. Für unsere. Noch 4 Red Bull mitgenommen. Ja. Kostet 19 Cent Energy. Ah, so einen nachgemachten. Ja, ja. Ah, okay. Kidneybohnen habe ich 4 geholt. Kann ich meine Witzel haben vielleicht? Ja. Achso, ist ja durch 2 dieses bulgarische Lef. Die Bananen habe ich jetzt. Ja, super. Voll heftig, wenn alles so in D-Mark. Reisenmäßig ja, draufsteht. Smurfy, geh doch raus mit deiner Leine. Hier. Hier. Unten ins Gemüsefach. Ja. Ist das Müll? Danke. Darf ich dir den Müll reichen? Dann gehe ich jetzt duschen. Da sind eine grüne, eine gelbe. Und rote waren da auch noch. Habe ich nicht gesehen, weil die habe ich ja gestern gemacht. Gut. Egal, Kalle hat auch 3 Stunden mitgenommen, daher. Okay. Dann. Gucken wir uns jetzt mal die Duschen an. Ja, hoffentlich. Ich wollte gehen und dann ist ein Mann. Bis gleich. Ja, ich meine, weil er nicht viel hinhängen kann, deswegen. Ja, ich habe ja meine Tüte, die hänge ich komplett an die Wand. Danke für Caring. Bis gleich. So. Naja, jedenfalls wollte ich gerade duschen gehen. Und dann ist ein Mann für längere Zeit hier drin verschwunden. Dann wollte ich nicht mehr duschen gehen. So sieht es hier aus. Ach so, okay. Das ist jetzt Dusche. Alles in einem. Okay. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Abschließen. Okay, das hat funktioniert. Und da kann ich die festmachen. Ja, super. Schön. Gut, wo hänge ich es hin? Hier. Meine Tasche. Also die Ikea-Beutel, die sind echt super, weil selbst wenn es nass spritzt, das weist ab. Also wenn ihr Camper seid, die sind so Allrounder. Wenn wir in Airbnbs ziehen, 2 davon, brauchen wir keine Koffer, ne? So, ich sehe jetzt mal zu. Fein bist du, ne? Hm? Du kannst du alles schön beobachten, ne? Ja. Ist das dein Platz, ne? Ja. Man kann doch sehen, was hier so los ist. Ist das? Ja, wenn wir morgen weiterfahren, ist es da. Ist nicht viel aufzuräumen. Ne? Ja, hat seine Brocken alle liegen noch, aber ist ja nicht. Ja, das ist ja, da habe ich ja nichts mehr zu tun. Ich habe alles aufgeräumt, vorne lang. Ich wollte einmal durchfegen oder durchsaugen. Den Sauger habe ich angeschlossen. Mhm. Wann wollten wir denn los zum Jumbo? Ja, nach dem Essen, nach dem Mittag. Nee. Die Mädels wollten halt gerne zusammen. Ich hab gesagt, gucken wir mal. Zusammen im Auto fahren oder was? Nein, zusammen zum Jumbo haben sie nur gesagt, dass sie zum Auto fahren wollten. Ja, können sie auch machen. Wie gesagt. Ja, möchte aber kein Spielzeug. Nein.
nicht schon am dritten Reisetag. Das hat ja beim Einkaufen geklappt. Jeder einen Teil, Eis oder Süßigkeit, dann haben sie so ein Lolli zum Dippen. Ne? Ich glaube, da ist ein Park. Sollen wir mal gucken gehen? Also hier ist ein Museum hinter. Ein natürliches Museum. Boah, mit fast 1 Million Quadratmeter. Das gehört hier der Gemeinde. Wow. 1879 wurde das von einem Deutschen gekauft für 500 Golden Lever. Cool. Naja, aber Hunde dürfen nicht rein, Fahrräder nicht. Kein Essen, kein Trinken. Aber es sieht sehr schön aus. Vielleicht gehen wir später mal ohne Hund da rein oder ein anderes Mal. Schade. Dann gehen wir jetzt. Komm, Smurf, wir gehen. Ach, guck mal, hier ist auch ein schöner Feldweg. Ja, gehen wir da lang spazieren. Kann man auch so aufmachen, nicht stimmt? Na, ist egal. Nimm mit. Wir sind zurück. Und wir haben eingekauft. Einmal, hier kommt immer so kalte Luft unten raus, jetzt wo es schon kühler ist. Und das ist so ein Fluffy. Wir haben zwar einen, aber den haben wir natürlich in Ungarn vergessen. Und der ist waschbar mit Reißverschluss. Können wir hier schön vorlegen. Dachten, das ist ganz schön mit den Wichteln. So. Ich habe mir eine neue Tüte mitgenommen zum Duschen. Dann habe ich mir Haarspangen geholt. Metallic, ich weiß nicht, ob die nicht zu schwer sind. Die haben 1,50 Euro gekostet. Wir testen es. Ja. Jedes Tor macht erst um 9 Uhr auf, wenn er kommt, weil abgeschlossen ist. Ah, dafür kommt er nicht eher. Ja, dann können wir nicht vor 9 fahren. Hä? Dann können wir nicht. Doch. Ach so. Das Rennen kann er so aufmachen. Die sagen, oh, ich würde dann lieber um 7 losfahren. Ach so. Und dann drehen wir den von Hand eben und ziehen den da hinten halt raus. Mama, ich habe auch was damit. Aber muss man entweder um 7 oder um 9? Ich verstehe das. Wir können auch um 7:15 oder um 7:30, aber da hinten kann er das von Hand aufmachen. Ah. Und die haben auch gesagt, ich würde dann überall dass wir so 7 Uhr anpeilen, alle Mann. Verstehe. Jetzt habe ich es verstanden. Oder was sagst du? Bist du auch dann würde ich mich dann anschließen. Was denn? Ja. Ich mag halt nicht Wecker stellen. Bitte? Ich mag halt nicht Wecker stellen. Ja, was ist denn da passiert? Ja, die Perlen sind alle runtergefallen. Ich räume das gleich auf. Aber ist halt dann, umso eher kommen wir an, wenn wir 5 Stunden brauchen. Ja. Sehe ich genau, dann würde ich mal eher um 6 den Wecker stellen halt. Frühstücken tun wir eh im Auto, nur Kaffee und Kacken. Was meinst du? Mhm. Hallo? Ja, lass 7 Uhr anfallen, dann stellen wir uns um 6 Uhr den Wecker. Boah, können wir 8 Uhr machen? So unhuman. Ja, dann spül mal dein mit Mundwasser. Also, wir haben 5 von diesen Schüsseln neu, weil unsere waren schon. Guck mal, die glänzen nicht mehr. Unsere, die sind schon so richtig matt und. Ja? Ja, ich komme raus. So, dann gab es noch diese Luftentfeuchter für den Wohnwagen. Ja? Die muss ich erstmal. Ach, hier sind noch welche, Livia. Bitte schön. Aber pass auf, dass der Homie nicht da dran kommt. Ja, stell die außer Reichweite. Dann haben wir die mitgenommen für irgendein Abendmahl. Wir hatten da mal drüber gesprochen. Das fand Livia sehr interessant. Deswegen haben wir davon welche mitgenommen. Müllbeutel und auf Vorrat neue. Ja, ist doch, mein Schatz.
Achtung, Sonnenuntergang. Das ist echt schön hier. Der sieht so schön aus. Aber die Kamera fängt das wie immer nicht ein. Bernd hatte gerade kurzzeitig einmal die glorreiche Idee, jetzt noch loszufahren in die Türkei. Dann wären wir heute im Dunkeln in Istanbul. Aber wir haben ja schon bezahlt unseren Platz bis morgen. Und weil es wirklich eine gute Idee war, heute einfach hier zu bleiben, bleiben wir hier. Und ich mache jetzt hier mal mein Dings an. Guck mal, Smurfy, für dich. Oh, guck mal. Eine Weihnachtslampe. Ja, fein. Oh, Baby. Du hast schöne Knochen gegessen, ne? Ja, ich wollte den Vlog beenden, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, morgen begleitet ihr uns in die Türkei. Bis morgen. Tschüss.